6. Oktober 1973, 14 Uhr. Die ägyptische Armee beginnt auf Befehl von Präsident Anwar as-Sadat ihre Offensive zur Rückgewinnung der Sinai-Halbinsel. Gleichzeitig dringen syrische Truppen auf den Golanhöhen vor. Nach der Demütigung von 1967 ist für die arabische Welt die Stunde der Rache gekommen. Der Yom Kippur-Krieg hat begonnen. Er wird 19 Tage dauern und der Nahe Osten wird nie wieder sein wie zuvor. Dieser Krieg ist das größte Trauma in der Geschichte Israels, politisch wie moralisch. Das Land sah sich am Rande des Abgrunds. Es wird diesen Schock nie vergessen. Für die Ägypter ist der Oktoberkrieg, wie sie ihn nennen, zum Mythos geworden. Zum ersten Mal hat ein arabisches Land die Unbesiegbarkeit Zahals, der Streitkräfte Israels, in Frage gestellt. Dabei hätte dieser Krieg vermieden werden können, ja müssen. Warum hat Anwar as-Sadat den Angriff über den Suezkanal befohlen? Warum hat Golda Meir die Gesprächsangebote Ägyptens zurückgewiesen? Um die Hintergründe dieses Dramas zu verstehen, müssen wir in diese Zeit zurückgehen und die Akteure der Tragödie hinter den Kulissen aus nächster Nähe begleiten, um ihre Ziele und ihre Träume zu begreifen. Kairo, 1. Oktober 1970. Eine Limousine hält vor dem Parlament. Der Mann, der ihr entsteigt, ist Anwar as-Sadat. Er ist 51 Jahre alt. Er schickt sich an, der Nachfolger Gamal Abd el-Nassers zu werden, der 3 Tage zuvor an einem Herzanfall verstorben ist. In den Straßen der ägyptischen Hauptstadt betrauern Hunderttausende Männer und Frauen den Tod des Mannes, der 18 Jahre lang die Hoffnung auf eine vereinigte, große arabische Nation verkörpert hat und den Traum von einem modernen, laizistischen, mächtigen Ägypten. Sadat weiß, dass heute ein Kapitel in der ruhmreichen Geschichte seines Landes endet und damit auch ein Abschnitt seines Lebens. An der Seite Nassers, aber immer in seinem Schatten, hat er alles miterlebt. Den Kampf gegen die Briten in den 40er Jahren, die Revolution von 1952, die Verstaatlichung des Suezkanals und vor allem die Demütigung von 1967. Damals, am 5. Juni, startete das von Nasser bedrohte Israel einen Blitzkrieg. In 6 Tagen eroberten seine Divisionen den Sinai, Gaza, die Westbank Jordaniens, Ost-Jerusalem und die Golanhöhen. Seitdem herrscht der Status quo. Es gibt keinen Friedensvertrag. Und Israel hält die eroberten Gebiete nach wie vor besetzt. In Tel Aviv fragt sich Premierministerin Golda Meir, wer ist dieser Sadat und was will er? Wird er versuchen, den Sinai mit Gewalt zurückzuerobern? Wir sahen in ihm damals keine bedeutende Erscheinung. Das Urteil aller unserer Nachrichtendienste war einstimmig. Sadat war schwach, ohne große Ideen. Wir gingen davon aus, dass er sehr schnell von einem Mächtigeren abgelöst werden würde. Golda Meir ist nicht beunruhigt. Sadat hat nicht das Format Nassers. Israel hat von ihm nichts zu befürchten.
Mit 73 Jahren regiert sie einen Staat, der noch nie so groß war wie jetzt. Auch ihr Leben ist mit den Gründungsmythen ihres Landes untrennbar verbunden. Sie wird in der Ukraine geboren, verbringt ihre Jugend in den USA. In den 20er Jahren geht sie nach Palästina, um sich dem Kampf gegen die britische Mandatsherrschaft anzuschließen. 1948 gehört sie zu den Unterzeichnern der Unabhängigkeitsurkunde des neuen jüdischen Staates. Sie wurde die Großmutter Israels. Zwei Wochen nach Nassers Tod wird Sadat durch ein Referendum als Präsident der Arabischen Republik Ägypten bestätigt. Ihm ist bewusst, dass die Probleme, vor denen er steht, immens sind. Die wirtschaftliche Situation ist nach dem verlorenen Krieg verheerend. Und vor allem, die Ägypter sind durch den Verlust des Sinai traumatisiert wie durch eine Amputation. Auch Sadat ist nicht bereit hinzunehmen, dass der Suezkanal die neue Grenze zu Israel sein soll. Er hat nur einen Gedanken, den Kanal zu überqueren und die Souveränität Ägyptens über den Sinai wiederherzustellen. Das ist seine heilige Mission. How do you see the future? Well, I shall do my best to follow the policy of my the late president, my dearest friend, President Gamal. But no one will capitulate here in this country. I'm not ready to capitulate or to surrender one inch or a bit of sand from our land. In New York hat ein Diplomat der Vereinten Nationen Sadats Erklärung mit Besorgnis vernommen. Ägyptens Präsident scheint bereit, den Sinai mit Gewalt zurückzugewinnen. Wenn es dazu käme, stünde die ganze Region erneut in Flammen. Der Diplomat heißt Gunnar Jaring. Er vertritt die UNO im Nahen Osten. Seit Ende des Sechstagekrieges sucht er nach Wegen, den Dialog zwischen den verfeindeten Parteien wiederzubeleben. Am 8. Februar 1971 schreibt er an die Regierungen in Kairo und Tel Aviv zwei im Wortlaut gleiche Briefe mit seinen Vorschlägen für eine friedliche Lösung. I feel sure that the parties will enter the discussions with a firm intention of finding a solution. I hope that with goodwill and understanding, they will in time reach agreement on a just and lasting peace. Jaring schlägt vor, dass Israel den Sinai räumt. Im Gegenzug soll Ägypten die freie Durchfahrt des Suezkanals garantieren, auf den Einsatz militärischer Gewalt verzichten und sich zu Gesprächen bereit erklären. In Kairo liest Präsident Sadat diese Vorschläge mit Interesse. Er weiß, ein militärisches Abenteuer zur Rückeroberung des Sinai wäre Selbstmord. Seine Armee ist dazu nicht in der Lage. Er muss verhandeln. Die ägyptische Position war: Lasst uns eine Lösung finden, auf deren Grundlage die Israelis einen schrittweisen Abzug aus dem Sinai akzeptieren. Als Gegenleistung würde Ägypten Israel einen Nicht-Angriffspakt anbieten. Sadat übermittelt seine Antwort an Jaring. Er sei einverstanden. Es ist ein historischer Schritt. Zum ersten Mal hat ein arabischer Führer sich bereit erklärt, mit dem jüdischen Staat Frieden zu schließen. Golda Meir ist sprachlos. Sie hätte sich nie vorstellen können, dass ein ägyptischer Präsident eine derart radikale Wende vollzieht. Nichtsdestotrotz, sie muss Jarings Brief beantworten. Sie ruft ihre engsten Berater zusammen, ihr sogenanntes Küchenkabinett.
um in strengster Geheimhaltung über die Zukunft Israels zu entscheiden. Unter ihnen Israel Galili, ihr ältester Vertrauter, und Moshe Dayan, der Sieger von 1967 und jetzt Verteidigungsminister. Wir dürfen nicht auf die Grenzen von 1967 zurückgehen, selbst wenn die Ägypter uns einen Frieden vorschlagen, der von der UN garantiert würde. Ich sehe das auch so. Unsere militärische Überlegenheit erlaubt uns zu entscheiden, wo die Grenzen Israels verlaufen sollen. Golda, sollten wir nicht das Kabinett einberufen, um eine Entscheidung von solcher Tragweite zu diskutieren? Nein, dann hätten wir sofort eine nationale Debatte. Und ich will nicht, dass es heißt, ich weise ein Friedensangebot zurück, um die besetzten Gebiete zu behalten. Nach mehreren Stunden schält sich eine gemeinsame Position heraus. Die Araber werden sich mit der israelischen Besetzung abfinden. Es ist einfach eine Frage der Zeit. Jarings Vorschlag wird verworfen. Sie sahen den Sinai als eine Art Pufferzone, ein Sicherheitskordon, der erlauben würde, Spannungen mit Ägypten zu vermeiden. Nichts weiter. Das war ihre Vision. Das war ihre Vision der Zukunft. Eine Übereinkunft mit Ägypten über die Grenzen vor dem Sechstagekrieg kam nicht in Frage. Allenfalls über einen anderen Grenzverlauf, der die Sicherheit Israels garantierte. Prime Minister, you want Sharm el-Sheikh and you want an access road to it, right? One access, territorial access, yes. You want the Golan Heights. You want East Jerusalem. You want military positions on the west bank of the Jordan at its narrowest portions. You want Gaza Strip. And you want a demilitarized Sinai. Now, is there any reason to believe that if you maintain that position, that eventually you will not again go to war with the Arabs? There will be no comparison. Less possibility of war. In Kairo demonstrieren die Studenten zu Tausenden gegen Sadat. Seine Politik des Dialogs ist gescheitert. Die Israelis lehnen es ab, den Sinai zu räumen. Ist er noch Herr der Lage? Angesichts der Proteste und der israelischen Haltung verkündet Sadat öffentlich einen Strategiewechsel. Der Einsatz militärischer Mittel zur Rückgewinnung des Sinai wird zu einer Option. C'est une question de fierté nationale. Sommes-nous prêts à défendre nos territoires ou non? Ils ont rendu les choses aussi simples que cela. Donc, nous disons, nous ne pouvons prolonger le cessez-le-feu. He felt that he had enough force to carry out a limited operation. Sadat war der Ansicht, dass seine Kräfte für eine begrenzte Operation ausreichten. Also Krieg, ja, aber mit einem beschränkten militärischen Ziel. Die Idee war, nicht bis an die alten Grenzen von 1967 vorzustoßen, sondern den Suezkanal zu überqueren und einen Brückenkopf zu halten. So groß wie möglich, aber ohne die eigenen Kräfte zu gefährden. Dann Einstellung der Kämpfe und sofortiger Übergang zu Verhandlungen, nachdem ein militärisches Gleichgewicht erreicht sein würde. Am 16. Mai 1971 ernennt Sadat General Saad el-Shazli zum neuen Generalstabschef. Sein Auftrag, den Angriffsplan auszuarbeiten. Shazli kommt aus der Fallschirmtruppe und hat an allen Kriegen gegen Israel seit 1948 teilgenommen. Er ist entschlossen, keinen weiteren Fehlschlag zu riskieren.
Er teilt Sadats Analyse. Die ägyptische Armee darf nicht zu tief in den Sinai vordringen. Vor allem braucht sie einen Schutzschirm aus Luftabwehrraketen gegen die israelische Luftwaffe. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Vous pensez déclencher une campagne rapidement? Eh bien, c'est une question politique. En fait, les soldats attendent les instructions des hommes politiques pour déclencher une campagne. Alles hängt von der minutiösen Vorbereitung des Kanalübergangs ab. Shazli braucht umfassende Informationen über die israelischen Verteidigungsstellungen am Kanal, die berühmte Bar-Lev-Linie. Sie besteht aus 35 Bunkeranlagen, die entlang des Kanals errichtet wurden. Ihre Ausschaltung ist unerlässlich, wenn die Operation nicht scheitern soll. Hinter dieser Verteidigungslinie wähnt sich Israel in Sicherheit. Niemand im Land ist über die aggressiven Töne Sadats beunruhigt. Ägypten wird es nach dem Debakel von 1967 nicht wagen, anzugreifen. Der Sechstagekrieg hatte unser Denken vollkommen verändert. Unser Bewusstsein als Nation war davon zutiefst beeinflusst worden. Nach diesem enormen militärischen Erfolg gingen unsere Politiker und unsere Nachrichtendienste davon aus, dass die Araber nicht fähig wären, unseren Streitkräften zu widerstehen. Und dass sie das wussten. In den besetzten Gebieten entstehen im Kielwasser des Sieges von 1967 die ersten jüdischen Siedlungen. Israel entdeckt sein Stammland wieder, seine Geschichte und macht sich die Vorstellung eines Groß-Israel zu eigen. Es schien, als ob auf einmal eine göttliche Macht unsere Grenzen erweitert hätte, um uns mehr Lebensraum zu verschaffen. Entschuldigen Sie, wenn ich diesen Ausdruck benutze, aber genau darum handelt es sich. Unser Lebensraum hatte sich vergrößert. Was für eine schreckliche Formulierung. Aber hatte es Israel nicht verdient, dass es ihm besser ging? Die Israelis leben. Endlich. Am Wochenende fahren sie zum Baden an die Strände von Sharm el-Sheikh oder genießen die grünen Hügel des Golan. Es ist eine Zeit voller Lebensfreude, Sorglosigkeit und Vergnügen. Israel angreifen zu können, braucht Sadat moderne Waffen. Und allein Leonid Brezhnev kann sie ihm liefern. Der Besuch, den Sadat ihm heute in Moskau abstattet, ist also entscheidend. Auf dem Weg zum Kreml ist Sadat besorgt. Ihm ist klar, die Verhandlungen werden heikel. Seit 10 Jahren ist Ägypten Moskaus Trumpfkarte im Nahen Osten, im großen Spiel gegen die USA, die fest hinter Israel stehen. Ägypten ist dadurch zu einer Art Protektorat der Sowjetunion geworden. Sadat möchte sich aus dieser Bevormundung befreien. Er will über einen Angriff gegen Israel entscheiden können, ohne Brezhnev fragen zu müssen. Aber Sadat weiß auch, ohne Brezhnev geht nichts. The issue is weapons. The
Es ging um Waffenlieferungen. Das war der Punkt, um den sich zwischen Ägypten und der Sowjetunion zu dieser Zeit alles drehte. Welche Menge und welche Art an militärischer Ausrüstung konnte Ägypten bei den Sowjets locker machen, um einen entscheidenden Schlag führen zu können? Es war offensichtlich, dass Sadat einen Krieg vorbereitete. Er forderte andauernd, dass wir, die Sowjetunion, ihn mit neuesten Waffen belieferten. Und dabei ging er in seinen Forderungen immer weiter. Die Konferenz beginnt und sehr schnell wird das Klima angespannt. Brezhnev will sich um keinen Preis durch Sadats neue Ziele in eine Konfrontation mit den USA verwickeln lassen. Sie werden die Waffen bekommen, die Sie wollen, aber was die Mix angeht, über Ihren Einsatz wird allein die Regierung der UdSSR entscheiden. Niemand, außer dem ägyptischen Volk und sein Präsident, werden über ägyptische Belange entscheiden. Ich will Ihre Maschinen nicht. Tief gekränkt fliegt Sadat nach Kairo zurück. Indem Brezhnev den Zeitpunkt und die Art der gelieferten Waffen kontrolliert, kontrolliert er auch Ägyptens Zukunft. Für Sadat ist das ein unerträglicher Gedanke. Vielleicht wird sich sein Land eines Tages von den Russen trennen müssen. Golda Meir ist auf dem Weg in das Hauptquartier des Generalstabs. Der Nachrichtendienst der Armee ist in den Besitz eines vertraulichen Dokuments aus der unmittelbaren Umgebung Sadats gelangt. Uns war ein Dokument zugespielt worden, bei dem es sich um die Mitschrift eines Gesprächs zwischen Sadat und Brezhnev handelte. Der Wortlaut war folgender: Sadat zu Brezhnev, ich will Israel angreifen und den Sinai zurückerobern. Aber ich kann nichts tun, wenn ich keine Mittel habe, um den Luftraum über dem Sinai zu beherrschen. Ich bitte Sie also, uns mit ausreichend modernen Flugzeugen auszustatten, damit wir gegen die israelische Luftwaffe bestehen können. Golda Meir ist nicht überrascht, als sie hört, dass Sadat einen Krieg plant. Und das ist nicht alles. Ihr wird noch ein weiteres Dokument vorgelegt. Wir hatten also zum einen diese Gesprächsmitschrift, die uns echt zu sein schien. Dann hatten wir aus einer anderen Quelle Kopien der Pläne für eine Invasion, die genau zum Inhalt der Mitschrift passten. Aus diesen Plänen ging hervor, dass die Ägypter vorhatten, bis zu den Bergen 40 oder 50 Kilometer diesseits des Kanals auf den Sinai vorzustoßen. Das entsprach genau dem, was Sadat zu Brezhnev gesagt hatte. Israel hat also einen Informanten in den obersten Rängen des ägyptischen Regimes. Er ist sogar in der Lage, Kopien von Dokumenten zu liefern, die von Sadat eigenhändig abgezeichnet wurden. Der Informant heißt Ashraf Marwan. Hier ist er von hinten zu sehen, auf dem Flughafen von Kairo, an eben dem Tag, als Sadat aus Moskau zurückkehrt. Die Beziehung zwischen Marwan und Israel begann vor 3 Jahren, im Frühjahr 1969, in London. Eines Tages erschien ein Mann in unserer Botschaft in London. Es war Marwan. Er bat darum, mit einem Mitarbeiter des Mossad sprechen zu können. Das ist eine ziemlich klassische Art, wie zukünftige Agenten rekrutiert werden. Es kommt häufig vor, dass Leute von sich aus den Kontakt suchen. Für den Mossad ist Marwan ein Ausnahmespion.
Er ist mit einer der Töchter Nassers verheiratet und verkehrt in den höchsten Kreisen der ägyptischen Machthaber. Seit kurzem ist er auch einer der engsten Berater Anwar as-Sadats. Uns wurde schnell klar, dass er einen direkten Kontakt zum Direktor des Mossad wollte. Das heißt, zu jemandem im Rang eines Generals. Das war also ich. Ich wusste, wenn ich meine Arbeit gut machte, dann würden wir in Marwan eine Quelle haben, die uns Zugang zu strategischen und politischen Informationen von außerordentlichem Wert verschaffen würde. Er war eine immens ergiebige, zuverlässige Quelle. Es war, als säßen wir in Kairo mit am Tisch. Wenn er uns erzählte, ich habe dies und das gehört, dann kam das ja nicht von irgendeinem Unteroffizier. Nein, es kam von der Spitze der Pyramide. Er war eine Goldgrube. Er sagte auch, er sei in der Lage, uns im Falle eines bevorstehenden Krieges einige Tage vorher zu warnen und darauf zu bauen. Das war unser fataler Fehler, unsere Tragödie. Aber im Moment fürchtet niemand in Israel einen ägyptischen Angriff. Solange Brezhnev nicht die von Sadat geforderten Waffen liefert, gibt es keinen Grund zur Sorge. Russia. It is the first time the Kremlin has ever opened its doors for a president of the United States. But in meetings with top Soviet leaders, the president seeks and gets concrete results. This is the signing of the Strategic Arms Limitation Treaty, a giant step for peace. In Kairo ist Sadat außer sich vor Wut. Bei ihrem historischen Treffen zeigen Brezhnev und US-Präsident Nixon keinerlei Neigung, die Sinai-Frage zu klären. Offensichtlich passt beiden Großmächten der Ist-Stand sehr gut ins Spiel. Sadat beschließt zu handeln. Am 8. Juli empfängt er den sowjetischen Botschafter Wladimir Winogradow. Der Russe ist gekommen, um den ägyptischen Präsidenten über den Gipfel zwischen den Supermächten zu unterrichten. Sadat sah den Botschafter an und fragte, sind Sie fertig? Ja. Dann sage ich Ihnen jetzt Folgendes. Alle Ihre Militärberater haben Ägypten zu verlassen. Ich glaube, die Frist betrug eine oder zwei Wochen. Genau weiß ich es nicht mehr. Winogradow fuhr zurück zur Botschaft und erzählte mir das. Daraufhin sagte ich, im Grunde müssten wir Sadat ein Denkmal errichten, weil er endlich die Verantwortung selbst übernommen hat. Und es war ja tatsächlich so. Er hatte die Sowjetunion aus der Verantwortung für die Vorbereitung und Führung eines Krieges entlassen. Einige Tage später gibt Sadat vor den Führungskadern des Regimes seine Entscheidung bekannt. Alle applaudieren, aber einige sind beunruhigt über die möglichen Konsequenzen einer solchen Geste. Ich zweifelte anfangs, ob diese Entscheidung richtig war. Ich nahm an, dass der Hinauswurf der Sowjets einen Graben zwischen Ägypten und der UdSSR aufwerfen würde. Und damit wäre in Frage gestellt, ob unsere Armee weiter ausreichend mit Waffen versorgt werden könnte. Innerhalb von zwei Wochen müssen 8000 sowjetische Berater Ägypten verlassen. Aber Moskau bricht die Beziehungen zu Sadat nicht ab. Einerseits ging es darum, Ägypten und die anderen arabischen Länder nicht den Amerikanern in die Hände zu treiben. Gleichzeitig wollten wir ein Mindestmaß an Zusammenarbeit aufrechterhalten. Wir hatten ja in der Region erhebliche Anstrengungen unternommen. Deshalb hielten wir es für nötig, unsere Waffenlieferungen und unsere Militärhilfe fortzusetzen, wenn auch mit geringerer Intensität als bisher. Im Rückblick habe ich den Eindruck, dass Sadat die Sowjets hereingelegt hat. Er hatte die Beziehungen aufrechterhalten und den Sowjets den Eindruck vermittelt, dass Ägypten nicht in der Lage war und nicht das Potenzial hatte, zu kämpfen.
that the Egyptians do not have the potential to fight. Und so konnte er weiter Druck ausüben, um das Kriegsmaterial zu bekommen, das Ägypten brauchte. Er schickte Delegationen. Der Verteidigungsminister war gleich zweimal persönlich in Moskau. Sadat ist ein diplomatisches Meisterstück gelungen. Moskau wird ihn weiter unterstützen. Und im Weißen Haus nimmt Henry Kissinger, der einflussreiche Sicherheitsberater des Präsidenten, die Nachricht vom Hinauswurf der russischen Berater interessiert zur Kenntnis. Kissinger war überrascht. Warum tat Sadat das? Natürlich begrüßte er es. Er sagte, darauf haben wir nur gewartet. Es war der Beginn einer Neubewertung Sadats. Vielleicht sollten wir ihm doch zuhören. Vielleicht meint er es ernst. Ende Juli 1972 erhielten wir ein Schreiben aus den USA. Darin ging es, sehr allgemein, darum, wie wichtig es sei, eine Art Vorab-Austausch von Ideen einzuleiten und dann zu sehen, wie sich möglicherweise das Nahostproblem angehen ließe. Sadat akzeptiert. Er beschließt, seinen Sonderberater Hafez Ismail zu einem Treffen mit Henry Kissinger zu schicken. Der Amerikaner ist vermutlich der Einzige, der die Israelis dazu bringen kann, sich zu bewegen. Monate später ist Ismail in den USA. Unter strengster Geheimhaltung begibt er sich zu einem Landsitz in der Nähe von New York, wo ihn Kissinger erwartet. Hafez versprach sich nicht viel von der Begegnung. Aber da die USA nun mal die Initiative ergriffen und das Treffen vorgeschlagen hatten, hatten sie ja vielleicht etwas zu sagen. Es war das erste Mal, dass Kissinger mit einem arabischen Diplomaten ein sensibles Thema besprach. Er war stolz auf seine Fähigkeiten, einen persönlichen Kontakt herzustellen. Und er war stolz, dass er als Jude von einem Araber ernst genommen wurde. Ich habe ihn das nie sagen hören, aber ich glaube, er dachte, Sie müssen mit mir reden. Ich bin Henry Kissinger. Ich bin Super K. Die beiden Männer schließen sich mit ihren Mitarbeitern ein und beginnen einen möglichen Friedensprozess zwischen Ägypten und Israel zu skizzieren. Was wir wollen, ist eine komplette Räumung des Sinai von Seiten Israels. Das wissen wir, aber was bieten Sie dafür an? Den Übergang vom Kriegszustand zum Frieden unter voller Berücksichtigung der legitimen Sicherheitsinteressen Israels auf dem Sinai. An welchen Zeitplan denken Sie? Eine erste Etappe bis September. Israel muss damit beginnen, einen Teil unseres Territoriums zu räumen. Das ist zu früh. Israel wählt Ende Oktober. Vorher wird Golda Meir nichts tun. Hören Sie, Dr. Kissinger, es liegt bei Ihnen, sie zu überzeugen. Wir warten bereits 6 Jahre. Nach 2 Tagen enden diese Gespräche. Die Diplomaten vereinbaren ein weiteres Treffen im Mai. Am gleichen Tag, als Hafez Ismail wieder in Ägypten eintrifft, ist Golda Meir auf dem Weg ins Weiße Haus, um über das amerikanische Militärhilfeprogramm für Israel zu sprechen. Kissinger nutzt die Gelegenheit, sie über seine Gespräche mit Sadats Berater ins Bild zu setzen. Ich halte es für möglich, dass sich aus der ägyptischen Position etwas entwickeln lässt, wohlgemerkt, wenn Sie einverstanden sind. Wir wollen diese Richtung nicht einschlagen. Das Problem ist, die Araber wollen uns nicht. Sie wollen uns hinauswerfen. Für Golda Meir und ihre politische Linie bietet einzig der Status quo optimale Sicherheitsgarantien für Israel. Warum sollte sie sich bewegen?
Aber sie akzeptiert, dass Kissinger den Kontakt zu Ismail aufrechterhält. In einem Punkt allerdings ist sie unnachgiebig. Vor den Parlamentswahlen in Israel Ende Oktober 1973 wird sie nichts unternehmen. Hafez Ismail ist von den beiden Tagen mit Kissinger enttäuscht. Er hat begriffen, dass der Amerikaner es schwer haben wird, die Israelis vor den Wahlen zu einer Geste zu bewegen. Sadat sagte, die Amerikaner bitten Ägypten, das heißt die arabische Seite, um mehr Zugeständnisse. Das ist doch die Botschaft. Wir sollen Konzessionen machen. Wie sollen die aussehen? Unser Land ist besetzt. Und ich, sein Präsident, habe schließlich die Initiative ergriffen. Wenn die Israelis bereit sind, sich zurückzuziehen, schließen wir ein Interimsabkommen und geben den Suezkanal frei. Was kann ich denn mehr tun? Die Ägypter glaubten nicht mehr, dass wir es ernst meinten, weil wir das Ganze immer wieder hinausschoben. Und auf eine Art hatten sie recht. Wir meinten es nicht allzu ernst. Eine Woche später, am 9. April 1973, gibt Sadat dem US-Magazin Newsweek ein aufschlussreiches Interview. Der Präsident war zu dem Schluss gekommen, dass die Amerikaner sich nicht ernsthaft um Ergebnisse bemühen würden, bevor sie nicht durch einen Schock aufgerüttelt würden. Also mussten sie durch eine Aktion schockiert werden. Damit ist klar, wenn es nicht gelingt, Druck auf Israel auszuüben, ist der Krieg unvermeidlich. Aber das Weiße Haus nimmt Sadat immer noch nicht wirklich ernst. Kissingers grundlegendes Missverständnis der Araber und der Ägypter im Besonderen bestand darin zu glauben, dass sie schwach seien und deshalb keine Optionen hätten. Sie konnten reden, sie konnten drohen, sie mochten die Unterstützung der Russen haben. Aber militärisch stellten sie für Israel keine Bedrohung dar. Die Amerikaner sahen Ägypten durch die Linse der Ereignisse von 1967. Damals waren die Ägypter und ihre Verbündeten hinweggefegt worden. Diesmal würde es ganz genauso sein. Die Geschichte wird sich wiederholen. Also, warum sich Sorgen machen? Es gab keinen Grund zur Eile. Sadat weiß, dass er den Schock, von dem er Newsweek gegenüber sprach, nicht allein auslösen kann. Er braucht einen Partner, um Israel angreifen zu können. Und dieser Partner kann nur Syrien sein, unter seinem Präsidenten Hafiz al-Assad. 1967 hat Assad als Verteidigungsminister den Verlust der Golanhöhen als persönliche Demütigung erlebt. Er ist zu allem bereit, um das verlorene Territorium zurückzuerobern. An diesem Tag besiegeln die beiden arabischen Führer in Alexandria ihre Allianz. Aber Sadat hütet sich, seinem neuen Verbündeten seine wahren Ziele zu offenbaren. Der syrische Plan, wie wir ihn verstanden, sah vor, den gesamten Golan zu befreien. Also alle besetzten Gebiete. Ich glaube nicht, dass die Ägypter den Syrern im Detail gesagt haben, welche Ziele der ägyptische Plan verfolgte. Sadat verschweigt, dass er eine begrenzte Offensive plant. Die ägyptische Armee soll lediglich das Ostufer des Suezkanals besetzen, um die Israelis zu Verhandlungen zu zwingen. Um Assad von seiner Entschlossenheit zu überzeugen, weist Sadat General Shazli an, einen zweiten Plan vorzubereiten, der die Eroberung der gesamten Sinai-Halbinsel vorsieht. In seinem Tagebuch schreibt Shazli: Ich war über diese Doppelzüngigkeit beschämt. Aber als Soldat gehorchte ich und wahrte das Geheimnis. Musik
Während Ägypten und Syrien ihre Kriegsvorbereitungen treffen, feiert Israel den 25. Jahrestag seiner Gründung. Für Golda Meir ist es die Gelegenheit, die Stärke der israelischen Armee zu demonstrieren und das Vertrauen ihres Volkes in die Zukunft. Inmitten der Menge Itzhak Brug, ein junger Arzt, der eigens zu den Feierlichkeiten nach Jerusalem gekommen ist. Da rollten mächtige israelische Panzer die Straßen hinunter, einer nach dem anderen. Wir fühlten uns sicher angesichts dieser schlagkräftigen Waffen. Wir sagten uns, mit dieser Armee müssen wir nichts fürchten. In unserem Leben wird es keine Gefahr mehr geben. Die Uhr tickt. Der Krieg wird kommen. Im Rahmen eines Gipfeltreffens, als dessen Gastgeber Jordaniens König Hussein fungiert, legen Sadat und Assad den Angriffstermin fest. Am 6. Oktober, in 3 Wochen. Hussein, der nicht eingeweiht wird, spürt, dass etwas in der Luft liegt. Nach seinen Informationen ist die syrische Armee bereits aufmarschiert. Jordanien hat 1967 die Westbank und Ost-Jerusalem verloren und Hussein will nicht in einen weiteren Krieg im Namen der arabischen Solidarität hineingezogen werden. Er entschließt sich, Golda Meir zu warnen. 2 Wochen später, am 25. September, fliegt der König nach Tel Aviv. Der Besuch findet unter größter Geheimhaltung statt. Die beiden Länder sind offiziell immer noch im Krieg. Hussein teilte uns mit, dass die syrische Armee kriegsbereit sei. Er erklärte uns, dass die Syrer bereits ihre Ausgangspositionen eingenommen hätten und sozusagen in den Startlöchern waren. Golda sagte zu ihm: Sind die denn verrückt? Wissen die nicht, welche Konsequenzen das für sie hat? Dann sagte Golda, nach unserer Einschätzung wird Syrien nicht ohne Ägypten angreifen. Das stimmt doch. Hussein antwortete, ja, absolut. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass Syrien nicht allein angreifen wird. Als ich den Bericht über das Gespräch las, war da etwas, das mich beunruhigte. Golda hatte die einzig wichtige Frage, deren Beantwortung für uns wesentlich war, nicht gestellt. Ich meine die Frage schlechthin, die nach dem Angriffsdatum. Golda Meir misst der Warnung Husseins keine ernsthafte Bedeutung bei. Nach ihren Informationen ist in Ägypten alles ruhig. Es gibt keine Anzeichen für eine unmittelbare Kriegsgefahr. 2 Tage später, am 27. September, trifft eine Einheit israelischer Reservisten am Kanal ein. Die Soldaten sollen einen Monat lang in der Bar-Lev-Linie Dienst tun. Sie beziehen ihre Stellung, einen der 35 Bunker der Verteidigungslinie. Unter ihnen der Unteroffizier Avi Jaffe, im Zivilberuf Ingenieur. Wir waren kaum da, als etwas Seltsames passierte, etwas Unerhörtes. Wir sahen, wie auf der anderen Seite, auf dem Ufer der Ägypter, LKW auffuhren. Kanonen, Raketenwerfer. Wir informierten das Hauptquartier, aber dort hieß es, macht euch nicht in die Hosen, Jungs. Sie verspotteten uns. Wir sollten lieber die Klappe halten. Auf jeden Fall nahmen sie uns nicht ernst. Für die israelische Führung sind die Bewegungen, die Jaffe und seine Kameraden beobachten, nichts weiter als die üblichen Herbstmanöver der ägyptischen Armee, wie sie jedes Jahr zu dieser Zeit stattfinden.
Wir hatten einen sogenannten strategischen Täuschungsplan entwickelt. Er war sehr sorgfältig ausgearbeitet, um die Israelis und alle, die uns überwachten, vor allem die USA, glauben zu machen, dass unsere Aktivitäten mit Kriegsvorbereitungen nicht das Geringste zu tun hatten. Es gab eine Menge Fehleinschätzungen. Viele beruhten auf dem Eindruck, dass die Israelis dank unserer Unterstützung militärisch überlegen waren. Aber wir dachten auch, die sind so gut in dem, was sie tun und haben einen derart überragenden Geheimdienst. Wenn irgendwas im Busch ist, erfahren sie das, bevor es irgendjemand anders weiß. Wenn sie nicht besorgt sind, müssen wir das auch nicht sein. Und das war verkehrt. 3 Tage vor der geplanten Offensive ruft Sadat Wladimir Winogradow, Moskaus Botschafter in Kairo, zu sich. Er soll eine vertrauliche, dringende Mitteilung an den Kreml weiterleiten. Es waren damals immer noch viele sowjetische Berater in Ägypten, im Industriekomplex von Helwan, am Aswan-Damm, in Nakamadi und in Alexandria. Sadat sagte, ich werde Krieg gegen Israel führen. Ich will das Leben von Sowjetbürgern nicht in Gefahr bringen. Es ist ihre Entscheidung, ob sie sie evakuieren oder nicht. Aber es ist meine Pflicht, sie zu informieren. Sadat gibt damit das bestgehütete Geheimnis Ägyptens preis. Aber er darf die Beziehungen zu UdSSR in den nächsten kritischen Wochen nicht gefährden. Am gleichen Tag ist Ismail Ali, Ägyptens Verteidigungsminister, in Syrien, um die genaue Angriffszeit abzustimmen. Ursprünglich sollte die Offensive am Abend des 6. Oktober beginnen. Jetzt einigen sich beide Seiten auf 14 Uhr. Mitten in der Nacht klingelt im Hauptquartier des Mossad ein Telefon. Der Anruf kommt aus London. Ashraf Marwan, Sadats Berater und Spion der Israelis, verlangt ein Treffen mit Zvika Zamir, dem Direktor des Mossad. Es sei dringend. Er sagte, er müsse mich sprechen. Wir hatten eine bestimmte Formulierung vereinbart für den Fall, dass ein Krieg bevorstand. In unserem Jargon nennen wir das einen operativen Code. Er hatte diese Formulierung in seiner Botschaft nicht verwendet. Das hieß, der Krieg stand nicht unmittelbar bevor, jedenfalls nicht morgen oder am Tag darauf. Aber er wollte, dass ich sofort nach London kam. Wenig später erreicht die erste Nachricht über die Evakuierung sowjetischer Familien aus Ägypten Tel Aviv. Am Morgen des 5. Oktober beruft Golda Meir eine Krisensitzung ein. Als wir die Nachricht erhielten, begriff Dayan sofort die Situation und sagte, es wird Krieg geben. Die Ägypter glauben, dass sie uns überraschen können. Aber das ist gerade misslungen. Sie werden uns nicht überraschen. Uns allen war klar, die Lage ist ernst. Wir hätten also Entscheidungen treffen müssen. Aber das Erstaunliche war, es wurde zwar diskutiert, aber das ging nicht in die Tiefe. Es kamen von keiner Seite Vorschläge für radikale Maßnahmen. Kein einziger Reservist wurde einberufen. Heute weiß ich, dass sie Angst vor der Reaktion der Amerikaner hatten. Golda Meir und Moshe Dayan scheuen davor zurück, die Reservisten zu mobilisieren, die immerhin 80% der israelischen Kampfkraft ausmachen. Der Grund ist eine vertrauliche Übereinkunft.
Zwei Jahre zuvor, im Dezember 1971, hatten sich Golda Meir und Henry Kissinger in einem Hotel in Washington, D.C. getroffen. Sie stimmten überein, dass Israel jetzt sicherer war. Angesichts der Kontrolle über den Sinai, den Golan und die Westbank konnten die Israelis den Finger vom Abzug nehmen. Es bestand nicht länger die Notwendigkeit eines Präventivkriegs. Israel war jetzt in der Lage, sich zu verteidigen und sogar einen Erstschlag zu überstehen. Zu dieser Stunde jedenfalls scheint eine Einberufung der Reserven verfrüht. Samir, der Chef des Mossad, ist unterwegs nach London. Israels Führung ist überzeugt, dass der Ägypter in der Lage sei, einen Angriff 48 Stunden vorher zu melden. Es gibt also keinen wirklichen Grund zur Besorgnis. Wir hatten Informationen, die zwar eine Bedrohung zu bestätigen schienen, aber die Runde beschloss, das Treffen zwischen Samir und Marwan solle abgewartet werden. Tatsächlich hatten wir nur noch 10 Stunden, um uns auf einen Angriff vorzubereiten. Und das war unser größter Fehler. In Kairo geht der Tag, es ist Freitag, der 5. Oktober, zu Ende. Es ist Ramadan und Präsident Sadat ist in der Moschee. Er betet. In seinen Erinnerungen schreibt er: Ich erwartete den kommenden Tag, an dem der Krieg über die Welt kommen würde, wie ich nie einen Tag in meinem Leben erwartet habe. Einige Stunden später weckt ein Anruf Golda Meir. Zvika Samir hat Ashraf Marwan getroffen. Was der Direktor des Mossad erfahren hat, könnte die Zukunft des Nahen Ostens verändern. Heute Abend um 18 Uhr, am Tag des Yom Kippur, des jüdischen Versöhnungsfestes, wird Krieg herrschen.